Wasser ist für alle landwirtschaftlichen Aktivitäten eine unentbehrliche Ressource. Wir Menschen können beeinflussen, wie es verwendet wird, damit es im Laufe der Jahre weiterhin ein Gut bleibt, an dem keine Knappheit besteht. Zurzeit steht der Wasserverbrauch beim Anbau von Avocados und Mangos im Fokus. El hecho de cultivar cultivos tropicales con regadío en el sur de España puede ser incluso beneficioso porque estamos fijando carbono, estamos aumentando también la diversidad de fauna en las plantaciones y por tanto podemos ayudar a mitigar el cambio climático. Allerdings ist die in Spanien zur Produktion von einem Kilo Avocados benötigte Wassermenge geringer als die für den Anbau anderer Früchte. In Südspanien liegt der Wasserbedarf von Avocados weit unter dem weltweiten Durchschnitt von 1.981 Litern pro Kilogramm. Heutzutage ist Maria eine der treibenden Kräfte der tropiterranen Bewegung. Diese Bewegung vereint Landwirte, die in Europa angebaute tropische Früchte unter Achtung der natürlichen Ressourcen anbauen und verkaufen. El agua en la finca la gestionamos de una manera muy sostenible. Partimos de la base que nuestra agua viene de las cumbres de Sierra Nevada. Si nosotros ese agua no la estuviéramos utilizando, pues iría directamente al mar. Es de sumo interés que el consumidor europeo considere el producto producido en España como un producto local. Tenemos una huella de carbono por transporte mínima comparada con los frutos tropicales que pueden llegar de América, ¿no? o de África. Pero es que además podemos recolectar la fruta en el estado óptimo de maduración. Landwirtschaftliche Bewegungen wie Tropiterranien schaffen eine direkte Verkaufslinie zwischen Verbrauchern und Landwirten, die Landwirte belohnt, die verantwortungsbewusst anbauen. Wenn wir direkt beim Landwirt kaufen, können wir mehr Bewusstsein schaffen und eine unmittelbare Wirkung erzielen.